Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir haben heute seit langem mal wieder ein Review zu einem Fumari. Es geht heute um den Pina Colada. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So. Da sind wir wieder mit dem Fumari Pina Colada. Was soll das Ganze sein? Erstmal vorneweg. Ich denke, viele von euch werden den Cocktail ja schon kennen. Es geht um einen Ananas, Kokosnuss, Rum und natürlich mit Sahne verfeinerten Cocktail. Wir blenden euch jetzt erstmal den Kopfbau ein und da seht ihr schon, wie gewohnt, ein relativ dunkler Tabak, der aber schön fein geschnitten ist und ordentlich feucht ist. Also da kann man sich, glaube ich, definitiv nicht beschweren. Wir rauchen den Kopf jetzt schon ein bisschen. Wir haben es irgendwie dann doch ein bisschen verplant anzufangen zu drehen. Deswegen Rauchentwicklung. Am Anfang war die deutlich krasser. Ihr kennt es ja auch aus den anderen Fumari Reviews. Deswegen seht uns das nach. Wir kommen zum Geruch und dann zum Geschmack. Das erste, was hier wirklich klar rausriecht, ist auch so, auf jeden Fall so eine alkoholische Note. Also habt auf jeden Fall diese Rumnote, kommt auf jeden Fall extrem gut rüber. Dann habt ihr natürlich noch diese Kokos- und Ananasnote. Beide aber eher wirklich so 50-50. Also ich würde jetzt nicht klar sagen, ja, Kokos ist im Vordergrund oder die Ananas ist im Vordergrund. Gefällt mir aber beides ziemlich gut. Also ihr habt weiterhin diese Rumnote und halt eben diese Ananas- und Kokosnote. So eine cremige Note habe ich eigentlich gar nicht dabei. Also es riecht jetzt nicht wirklich raus. Ich denke mal, das wird beim Geschmack dann anders sein. Aber halt beim Geruch wirklich ganz klar Ananas, Rum und eben halt die Kokosnuss. Ja. Als ich den Sippe aufgemacht habe, habe ich mich erstmal mega gefreut. Pina Colada von Fumari war ich sehr, sehr hyped. Weil es gibt nicht so viele geile Sorten Richtung cremige Cocktails und sowas. Es geht mir häufig so bei cremigen Sorten, dass ich das einfach nicht so geil finde. Aber der Blueberry Muffin von Fumari war da zum Beispiel auch schon eine Ausnahme. Deswegen auf jeden Fall große Vorfreude bei mir am Start gewesen. Und wenn ihr den Zipper dann aufmacht und dran riecht, kommt euch einfach eine extrem geniale Note von diesem Pina Colada Cocktail entgegen. Also ich habe noch nie einen besseren Pina Colada Tabak gerochen. Ihr riecht sehr gut die Kokosnuss raus. Ihr riecht definitiv die Ananas raus. Ihr habt so eine, ich finde schon ganz leicht cremige Note, aber das ist halt, es erinnert so an die Sahne. Es ist nicht so krass cremig, wie das jetzt bei anderen Sorten so der Fall wäre. Es ist sehr, sehr angenehm, auch für Leute, die wie wir einfach keine cremigen Tabaksorten feiern. Alkohol, ja, man hat irgendwie so eine bittere Note mit dabei, die relativ schwer zu beschreiben ist. Sie stört auf jeden Fall nicht, sondern passt einfach sehr, sehr gut zu dem Cocktail. Ich meine, da ist nun mal Rum drinne. Ja, zum Rauch habe ich ja eben schon genug gesagt. Ihr seht es, die Wolken sind nicht mehr so beeindruckend. Aber ihr kennt es ja, glaube ich, aus unseren anderen Fumari Reviews. Da geht nochmal einiges und der war auch vorhin deutlich besser. Und dafür, dass der Kopf jetzt schon, weiß ich nicht, über eine Stunde läuft, ist das, denke ich, immer noch okay. Ja, geschmacklich mache ich auch direkt weiter. Ist für mich relativ ähnlich zum Geruch im Sinne der Aufteilung. Also ihr habt immer noch gut Kokos, ihr habt immer noch gut Ananas. Ihr schmeckt die Sahne raus und ihr schmeckt den Alkohol gut raus. Er ist so ein bisschen bitter, aber nicht störend bitter. Also es ist genau auf dem richtigen Niveau gehalten. Man merkt, dass es ein Cocktail sein soll, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht abartig, ekelhaft bitter oder so. Also auch Leute, die vielleicht keinen Alkohol trinken, soll es ja geben. Die werden ihn, glaube ich, trotzdem feiern. Ananas und Kokos kommt richtig gut rüber und die Kombination gefällt mir da auch sehr gut. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt, obwohl ich normal gar keinen Pina Colada Tabak mag. Ja, also beim Geschmack ist es auf jeden Fall so, ihr habt weiterhin diese schöne Ananasnote gepaart mit der Kokosnote und halt eben so eine bittere, ja, aber auch cremige Note, die halt auf jeden Fall vom Rum und von der Sahne kommen. Also ich finde auf jeden Fall, der Tabak ist sehr gut getroffen, sehr nah an dem Pina Colada. Ich trinke sehr gerne Pina Colada, weil es einfach ein geiler Cocktail ist. Also kann man einfach immer trinken und eigentlich kann man da auch nicht allzu viel falsch machen. Ich finde auch die Rauchentwicklung gerade eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt nochmal Kohle nachgelegt, deshalb sind die Kohlen auch noch so groß. Und es geht eigentlich noch klar. Also
andere Tabaksorten hätten da wahrscheinlich schon ihren Geist aufgegeben. Die wären wahrscheinlich gestorben in dem Aber, Moment, ja. Aber ja, jetzt neue Kohlen draufgelegt und der läuft eigentlich trotzdem weiterhin und auch der Geschmack ist weiterhin ziemlich gut geblieben. Von daher kann ich dem Tabak einfach nichts anderes als 9,5 Sterne geben. Ich finde, der ist sehr gut umgesetzt. Er ist nicht so cremig, dass ich ihn wieder nicht mehr mag. Und er ist aber auch nicht so nicht cremig, dass ich gesagt hätte, da fehlt eben diese Pina Colada-Note. Von daher auf jeden Fall ein sehr guter Tabak und gefällt mir ziemlich gut. Ich finde gerade der letzte Punkt, der ist extrem wichtig bei dem Tabak, weil, wie gesagt, wir beide mögen normal cremigen Tabak gar nicht. Und der Tabak ist genau so cremig, dass es für Leute, die cremig nicht mögen, immer noch okay ist. Aber für Leute, die cremig mögen, wahrscheinlich auch noch akzeptabel ist. Gefällt mir ziemlich gut, wie die da irgendwie so die Waage halten können. 9,5 Sterne finde ich allerdings krass. Also, wenn ich das objektiv bewerten soll, ja, hat er auf jeden Fall verdient. Ich meinte aber auch nur die Umsetzung von einem Pina Colada. Ja, okay, ja, also von nicht, der Umsetzung her dieses, verdammt gut. Dass ich den All Day rauchen würde, ja. Sondern einfach nur wirklich die Umsetzung, okay. Dass du wirklich denkst, ja okay, du würdest jetzt gerade eine Pina Colada trinken. Okay. Schreck also rauchen. Objektiv 9,5 Sterne, genau. Subjektiv, wie du ihn findest, wie würdest du ihn da? Da ich ihn wirklich nicht so allzu oft rauchen würde, weil ich einfach finde, es gibt einfach geilere Sorten im Sinne von dem, was ich gerne mag. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt total der Fan davon und ich würde den, keine Ahnung, dreimal am Tag rauchen, sondern eher so für einen schönen Kopf Pina Colada ist es auf jeden Fall ein guter Tabak, aber trotzdem trifft es eher nicht meinen Geschmack, weil ich es einfach nicht jeden Tag rauchen würde und ja. Deshalb würde ich ihm vielleicht die 7 Sterne geben, ja. Weil einfach es ist nicht ein All-Day-Runner. Ja. Dann bin ich absolut bei dir, also subjektiv würde ich auch sagen, für mich, ich würde ihn wahrscheinlich nicht ultra oft rauchen, aber wenn ich mal Bock auf eine Pina Colada hätte, würde ich wahrscheinlich zu dem Fumari greifen. Deswegen, objektiv bewertet 9,5 Sterne von der Shisha WG. Leute, die auf so Sachen stehen, werden auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit dem sein. Ich glaube, für uns wird das auch noch das ein oder andere genüssliche Köpfchen, wenn wir dann mal beide Bock auf Pina Colada haben. Ja. Das soll es dann zu dem Review gewesen sein. Leute, schreibt uns gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao.